nehmen euch heute mit auf unsere Reise vom Mittelmeer bis an die Ostsee. Wir fahren mit unserem Wohnmobil über den San Bernardino Pass bzw. durch den San Bernardino Tunnel, übernachten in Bayern, machen eine kleine Sightseeing-Tour durch Berlin, bis wir dann in Zingst auf den Darß angekommen sind. Und auf geht's! Nochmal ein letzter Blick ans Meer, bevor wir Ciao, Arrivederci sagen, bis zum nächsten Mal. Und dann geht's los. Durch die unzähligen Tunnel von Genua, nach circa 2,5 Stunden Fahrt und 180 zurückgelegten Kilometern überqueren wir dann den Po und fahren weiter, immer weiter in Richtung Norden und erreichen dann nach ein paar Mautstellen die Schweiz. Jetzt fahren wir auf den San Bernardino. Wir fahren durch den Tunnel in San Bernardino. Hier oben sind die Temperaturen schon ein bisschen angenehmer. Es sind jetzt nur noch 29,3 Grad. Deshalb werden wir hier noch rasten. Genau, kurz vor der Einfahrt vom Tunnel werden wir nochmal anhalten. Salalala. Kurzer Tankstopp und jetzt geht's ab in den Tunnel San Bernardino. 6,6 Kilometer lang. Morgen zusammen. Wir sind schon wieder auf Achse. Jetzt auf der Bundesstraße 2 in Richtung Nürnberg, bis wir die A9 erreichen. Und Andreas, bist du fit? Oh, das ist ein bisschen langweilig hier auf der Straße zu fahren. Ja, gell, durch Montag, Lkw-Verkehr. Ab und zu ist die Straße mal zweispurig, da können wir mal vorbeifahren. Aber ansonsten, wir haben ja mehr Zeit, oder? Wir sind ja im Urlaub und nicht auf der Hans. Andreas putzt schön das Auto, beziehungsweise die Scheibe, damit ich nachher schön was filmen kann oder fotografieren kann. Gell? Ja. Mach das schön ordentlich. Berliner Sightseeing Tour machen kannst. Ganze italienischen Insekten, die italienischen, die schweizerischen, Österreicher. Die österreicherischen und vielleicht waren noch ein paar Liechtensteiner. Deutsche dabei.
war Liechtensteiner Insekt dabei. Und Deutsche sowieso. Auf jeden Fall gibt es hier eine Besonderheit, denn die Berliner U-Bahn kommt hier ans Tageslicht. Fahren an die Ostsee. Bei richtig schönem Wetter. Auf den Dars. Auf den Dars geht's jetzt. Mal sehen, wie es ist wegen Testen. Ab morgen ist das alles wohl aufgehoben. Aber heute müssen wir, glaube ich, noch irgendwo einen Corona-Schnelltest machen, um auf den Stellplatz zu kommen. Und dann sind wir sowieso gespannt, wie viel Platz überhaupt ist, ob Platz ist, wie viele Touristen tatsächlich da sind, ob es genauso ruhig ist wie in Italien. Mal sehen, wir sind gespannt. Nationalpark. Sind wir in Zingst angekommen, fahren jetzt auf unseren Stellplatz und hoffen, dass wir noch einen schönen Platz bekommen. Und dann geht's natürlich erstmal ab ans Meer. Wenn euch unsere kleine Reise vom Mittelmeer bis an die Ostsee gefallen hat, dann wisst ihr, Daumen hoch. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert.